Ja, herzlich willkommen auf der Thermometerbauer. Heute der große Propellertest. Gleich nach dem Intro. Ja, ich habe hier einige Propeller vorbereitet. Die gehen wir gleich auch eben durch. Gehen kurz den Versuchsaufbau durch und dann starten wir auch schon rein in den hochprofessionellen Test. Auf geht's! Ja, gehen wir kurz die Größen durch, die ich jetzt hier vorbereitet habe für den Test. Einmal hier die Standardgröße, 28er Steigung und 25 mm Durchmesser. Den gleichen habe ich dann hier in Durchmesser 30 mm und den gleichen habe ich noch in 20 mm. Das heißt, alles 28er Steigung und entsprechend nur die Größe verändert. Ja, dann habe ich den 25er einmal als Vierblatt gemacht und noch als Zweiblatt. Den 25er habe ich dann einmal mit der Hälfte der Steigung gedruckt, also mit 14. Und dann habe ich die maximal mögliche Steigung, das ist hier 40, auch nochmal den 25er gedruckt. Und das sind die, die ich vorbereitet habe. Ich werde jetzt immer hier auf den Adapter drücken und entsprechend am Boot montieren. Ja, kommen wir kurz zum Versuchsaufbau hier. Ich habe hier das Boot liegen, da ist nur der Motor drin und sonst nichts. Der Fahrtenregler hängt hier über die Bordwand und hier habe ich einfach mal so eine kleine Küchenwaage angebracht. Da können wir dann den Schub ein bisschen mit vergleichen. Ja, auf der anderen Seite befindet sich jetzt hier der Empfänger. Hier habe ich meinen Sender liegen. Und hier habe ich mein Netzteil, da können wir uns dann nämlich die Stromstärke anschauen. Ich habe jetzt mal 8,4 Volt eingestellt, weil ich das Ganze ja immer mit 2 Lipozellen betreibe und das sind da aufgeladen 8,4 Volt. Ja, ich würde sagen, wir starten den Test. So, das ist jetzt hier der Standardpropeller, 25, 28er Steigung, 3 Blatt. So, jetzt setzt langsam die Luftverwirbelung ein. Ja, der Schub liegt so bei 144 Gramm. Und die Stromaufnahme bei 4,28 Ampere. So, das ist jetzt der 2-Blatt 25, 28 mm Steigung. Fahren ihn langsam hoch. Leichte Luftblasen, jetzt über Halbgas. Jetzt stelle ich mal so ein, wo jetzt fängt langsam so der Luftwirbel an, wie ihr seht. Guck mal. Ja, so 145 Schub. Und 3,88 Ampere. Ja, jetzt haben wir hier den Vierblattpropeller, 25 mm, 28 mm Steigung drauf. Entwickelt ungefähr 80 Gramm Schub. Bei 4,4 Ampere. Ja, der nächste Propeller hier ist jetzt der 3-Blatt, 20 mm Durchmesser und 28er Steigung.
Schub liegt bei 110 Gramm. Bei 2,8 Ampere. Jetzt habe ich den 30 mm 28er Steigung Dreibad Propeller drauf. Jetzt schauen wir mal, was der so bringt. Ja, der bringt 240 Gramm Schub, ordentlich. Zieht aber auch 6,4 Ampere aus dem Netzteil. Ja, der nächste Propeller ist jetzt hier ein 25er Dreiblatt mit einer 40 mm Steigung. Ja, der ist ziemlich heftig, aber wir versuchen trotzdem mal hier den Schubwert zu ermitteln. Wir kommen definitiv über 150, aber nicht bei Vollgas. Stromaufnahme. Bei Nicht-Vollgas bei ungefähr 2,1 Ampere. Ja, jetzt habe ich hier den Dreibad-Propeller 25 mm mit 14 mm Steigung, also weniger Steigung. Wir schauen mal. Vollgas, was wir erkennen, ist weniger Luftbildung oder beziehungsweise weniger Sog. Was zur Folge hat, dass wir aber auch überhaupt keinen Schub haben. Das sind nur ungefähr 25 Gramm. Und die Stromstärke liegt bei Vollgas bei 3,2 Ampere. Ja, kommen wir zum Fazit bzw. zur Auswertung des Ganzen. Ich habe das Ganze jetzt mal in drei Gruppen eingeteilt. Einmal habe ich jetzt hier aufgelegt, die Blattanzahl, die Steigung ist ja immer gleich, nur hier haben wir die Blattanzahl geändert. 2, 3 und 4 Blatt. Was wir hier in der Auswertung sehen, ist halt, dass der 2 Blatt und 3 Blatt fast identische Schubleistungen geben, wobei der 2 Blatt sogar noch effizienter ist in der Stromaufnahme wie der Dreiblatt. Der Vierblatt dreht wahrscheinlich viel zu viel in seinem eigenen Material, würde ich mal behaupten, beziehungsweise durch die Geschwindigkeit bekommt er kein Wasser mehr hinzu und entwickelt dort auch keinen Schub mehr. Das heißt, irgendwo hier zwischen 2 und 3 Blatt liegt hier mein ideales Propellerblatt. Ja, dann haben wir ja mit der Größe gespielt. Die Steigung ist bei allen gleich, nur die Größe anders. Hier haben wir 25 mm, 20 und 30. Hier konnte ich erkennen, dass die 20 mm natürlich weniger Schub bringen wie die 25, aber dann exorbitanten Mehrschub, fast 100 Gramm mehr, hier der 30 mm. Propeller. Hier denke ich, dass ich irgendwo zwischen diesen beiden mir nochmal eindrücken werde für das 9,5 Meter Boot. Ja, und die dritte Kategorie ist die Steigung. Hier habe ich die normalen 28 mm, 14 mm und 40 mm. Was wir hier erkennen konnten, ist, dass die Steigung hier die Extreme natürlich totale Verwirbelungen hervorruft. Das heißt, hier konnte ich noch nicht mal Vollgas geben, weil er sich schon die Luft quasi durch den Wirbel angesaugt hat.
Bei der niedrigen Steigung konnte ich erkennen, dass wir überhaupt keinen Schub. Das heißt, irgendwo hier zwischen den beiden ist die optimale Steigung. Vielleicht kann man die Steigung sogar noch etwas verniedrigen und dadurch den Durchmesser erhöhen. Dann hätte man optimale Ergebnisse. Ja, ich habe den Propellertest jetzt hier abgeschlossen. Ich habe auch einige Erkenntnisse gewonnen im Zusammenhang Steigung, Größe und so weiter. Das habt ihr ja gesehen, wie es sich verhält am Boot mit der Luftverwirbelung, mit den Ansaughutzen, sage ich mal, wo die Luft von rückwärts angesaugt wird. Da muss man dann entsprechend den optimalen Propeller für sein Boot ermitteln, wenn man es natürlich 100% haben will. Falls euch solche Themen hier interessieren und ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen. Und alle anderen können gerne noch einen Kommentar und ihre Erfahrungen austauschen mit mir. Und dann sehen wir uns alle wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ziege One, der RC-Modellbauer. Ciao!